Hallo und willkommen zu Runde 3 von 9, diesmal in Großbritannien. Los geht's. Ich habe mich als 19. qualifiziert, da ist wieder einiges schiefgelaufen. Jetzt werden wir gleich wieder spannende Dinge erfahren über die Strecke in Großbritannien, in Silverstone. Da quark ich wieder nicht rein und dann starten wir mit der Einführungsrunde wie gewohnt. Willkommen in Silverstone, der Heimat des Großen Preises von Großbritannien. Hier fand das allererste Weltmeisterschaftsrennen im Jahr 1950 statt. Es ist also der Geburtsort der Formel 1. Und diese Strecke ist nach wie vor unglaublich beliebt. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hangar Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 Stundenkilometern ist diese Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Fernando Alonso, Leclerc, Perez, Norris, Oscar Piastri, Stroll, Albon, Ocon, Gasly, Joe, Tsunoda, Hülkenberg, Ricciardo, Bottas, Magnussen, Sainz und Logan Sargeant. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Na, ich doch hoffentlich. Und was wäre ein Grand Prix-Wochenende ohne den einzig wahren Stefan Römer neben mir, der sie mit mir durch das Geschehen führen wird? Was hältst du von Max Verstappen? Nun, das war schon eine beeindruckende Qualifying-Runde, mit der diese Pole-Position geholt wurde. Aber kann die Führung auch bis nach Kurve 1 gegen so viele schnelle Starter verteidigt werden? Bin schon gespannt darauf, was für Strategien wir heute sehen werden. Wer mit den rot markierten weichen Reifen startet, hat am Anfang ein bisschen mehr Grip, muss aber auch etwas daraus machen, bevor die Abnutzung spürbar wird. So, kann ich was sagen oder will mein Renningenieur nochmal ran? Nee, anscheinend bin ich dran. Es ist am Anfang bewölkt und dann wird es durchweg sonnig. Das heißt, ich würde auf jeden Fall den Zweistopper nehmen. Ist zwar ein bisschen langsamer, aber frische Schuhe, frische Boots heißt es im Englischen. Für die Autos tun mir immer ganz gut. Und dann können wir auch schon starten. Mit der Einführungsrunde. Ach, das dauert ja wieder ewig, bis die hier mal langsam wegkommen. Langsam im wahrsten Sinne des Wortes. So. So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Das ist sehr schön, das werde ich natürlich tun. Nur der Logan Sargeant ist hinter uns, so wie sie es gehört. Der hatte keine gute Rookie-Saison dieses Jahr. So. Na, die Reifen sind aber noch sehr kalt. Da muss ich was ändern. Hoffe ich zumindest mal, dass ich das hinbekomme. Tatsächlich ist hier Silverstone nicht meine Lieblingsstrecke. Gehört nicht mal zu den Top 10. Aber trotzdem ist sie reingekommen, weil im Prinzip kann man hier schöne Rennen drauf fahren und ich mag sie mehr als die anderen 10. Na gut, dann ist sie vielleicht gerade in die Top 10 gerutscht. Keine Ahnung, die Stadtstrecken in Miami und Las Vegas habe ich noch gar nicht probiert. Die kommen ja am Ende unseres Grand Prix auf uns zu, deswegen kann ich da mir noch kein Urteil erlauben. Da werde ich dann live fluchen, wenn die Rennen da eben stattfinden. Ja, Silverstone ist eigentlich ein Muss, aber wie gesagt, bin nie so wirklich warm geworden mit der Strecke, habe hier auch wenig Erfahrung drauf, deswegen wird das eventuell sehr, sehr peinlich für mich an einigen Streckenabschnitten. Aber hier gibt es ja schön viel Gras, wo man mal reinfahren kann. Das werden wir alles sehen. Ich glaube, die kann man wirklich an 5 oder 6 Händen abzählen, die Anzahl an Runden, die ich hier gefahren bin, insgesamt über alle Formel 1 Spiele hin verteilt. Das heißt, es wird wirklich für mich spannend, ob ich denn die 26 Runden irgendwie hinbekomme. Am besten noch irgendwie gut. So,
jetzt auf jeden Fall erstmal Startposition einnehmen. Und diesmal klappt das hoffentlich. Reifen sehen, naja, so mittelgut aus. Jetzt nicht mehr, die sind schon wieder viel zu kalt. So. Mist. Zumindest nicht drüber rausgerollt wie beim letzten Start. So, Batterie ist zugeschalten. Simulationsschaden ist an. Rote Ampel. Los geht's. Oh, Bottas kommt nicht gut weg. Bier darum umso besser. Wenn Hülkenberg jetzt nicht nach links zieht, haben wir eine gute Chance. So, schön ausweichen, dass niemand die Absicht verspürt, mich von der Strecke abzudrängen. Oder noch schlimmer. Frontflügel ist hinüber. Mist. Virtuelle Safety Car. Ah, und ich habe eine Strafe bekommen. Vielleicht zu Recht. Wahrscheinlich zu Recht. Auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir Batterie aus. Positives Delta beibehalten. Langsamer werden, positives Delta beibehalten. Das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein positives Delta. Ja, ich hab's verstanden. Mit vielen Trümmern auf der Strecke. Ja, die Trümmer gehören zu meinem Auto. Eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Auf jeden Fall ändern. Ich habe keinen Frontflügel mehr. Damit kann ich nicht fahren. Gut, ich konnte anscheinend auch nicht mit dem Frontflügel fahren. Aber so ist es garantiert schlimm. Ah, und ich wollte mich beim Start doch zusammenreißen und nicht zu gierig sein. Naja. Bin halt doch ein Giermops. Das fährt sich scheiße. Ich wundere mich warum. Aber hoffentlich bleibt das virtuelle Safety Car bis nach unserem Stopp. Dann fahren zumindest alle ein bisschen langsam. Dann kostet es uns nicht allzu viel Zeit. Also schon, ja, aber virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Muss es jetzt schon enden. Auf grüne Flaggen warten. Denkbar ungünstiger Zeitpunkt für mich. Die gehen alle auf Renngeschwindigkeit. Und ich gurk hier mit 80 rum. Wenigstens war das optimal. Oh, 5 Sekunden Strafe wird auch noch abgesessen. Da war ja was. Na gut, Sergeant hat uns überholt. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Fertig, los jetzt. Großartiger Boxenstopp. Ich glaube, das hat ich bisschen vermasselt beim Losfahren. Aber Mensch, immer schon weit zurück. Ich werde ja bald überrundet. Nee, so schlimm ist es nicht. Ich bin optimistisch, dass wir uns noch irgendwie nach vorne kämpfen. Irgendwann mal. Jetzt musst du nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. So, Batterie zugeschalten. Doch, ich hätte die weiße Linie da nicht überfahren dürfen. Wieso habe ich das denn gemacht? Ist egal, gab keine Strafe. Was soll's. Wenn sich Spiel nicht beschwert, dann beschwere ich mich auch nicht. 35 Sekunden. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Ja, mache ich doch gerade. Gar nicht hilfreich, mein Renningenieur. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen freie Fahrt. 34 Sekunden, um genau zu sein. Da kann ich zumindest nicht in ein anderes Auto rasseln, sondern höchstens von der Strecke abkommen oder gegen eine Tech-Pro-Barrier knallen. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Und Max Verstappen legt mal wieder mit einer schnellsten Runde zu. Macht ja auch Sinn. In der Runde davor gab es virtuelle Safety Car. Da sind noch nicht so viele Runden gefahren worden. Irgendwer muss hier mal die schnellste Runde machen. Aber ich habe das Gefühl, die nächste Runde machen wir das. Müssen wir auch. Wir haben einiges aufzuholen. Jetzt nochmal so ein schönes Safety Car, dass ich wieder rankomme, das wäre wunderbar. Müsste ich nur dem Feld da vorne kommunizieren, dass die mal Scheiße bauen sollten, damit wir hier eine gute oder eine zumindest bessere Chance hätten. So. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Sehr schön, DRS ist an. Wir müssen noch 32 Sekunden aufholen und dann können wir es tatsächlich nutzen. Also die gelben Reifen gefallen mir hier nicht. Wieso rutsch ich denn so viel heute? Alles gute Fragen. Gibt bestimmt auch ganz gute Antworten darauf.
eine wäre, dass ich ein schlechter Fahrer bin, zumindest in dem Spiel und mit Controller. Ich versuche trotzdem meinen Spaß zu haben. Na komm rum. Das ist no Rocket Science. Ja. Tut mir leid für den Wortwitz. Falls ihr ihn nicht verstanden habt, umso besser. Mein Fahrer heißt Science. Ha. Ja, da kommt nichts Gutes bei rum im Winter bei mir. Nur schlechte Witze und verlorene Frontflügel. Trotzdem bin ich ambitioniert, das hier zu machen. Ich habe noch nicht aufgegeben. Guckt mal, nur noch 30 Sekunden. Und wir haben noch 23 Sekunden. Ist das nicht schön? Na, Batterie werde ich zuschalten. Ich will unbedingt die schnellste Runde. Bringt zwar jetzt noch nichts. Auto ist viel zu schwer mit dem Gewicht an Sprit, das da drin ist. Aber ein Versuch ist es wert, jetzt mal zumindest zu zeigen, dass wir doch schneller als die Billo-KI hier sind. Die ist ja auch nicht auf höchster Stufe. Bei Weitem nicht. Yay, schnellste Runde. Yay. Batterie ist aus, da habe ich alles verbraucht. Wird sich mein Renningenieur freuen. Oh, nicht über diese roten Curbs fahren. Die sind teilweise sehr schädlich für den Unterboden. Und ich glaube, ich habe mir genügend Schäden geleistet erstmal. 30 Sekunden weg von Sergeant. Und dann können wir erstmal wieder anfangen mit Überholen. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 30,5 Sekunden. Ja, danke. Musst mich hier nicht mobben. Ich mach nichts anderes. Komm schon, eine Sekunde pro Runde reicht halt nicht. So viel Runden hat das Ganze hier nicht. Ich brauche echt einen Safety Car. Ich ruf mal irgendwen da vorne an, dass er einen Unfall bauen soll. Da ist eine gelbe Flagge. Ich glaube nur, weil die in der Kurve so langsam sind. Ich sehe das nur leicht auf der Minimap. Keine Ahnung, was da los ist. Nee, sieht so aus, als ob ein Aston Martin Stroll hat ein Problem. Komm schon, Safety Car. Er ist aus dem Rennen. Das ist schlecht für ihn, aber Safety Car für mich. Achtung, Achtung. Ach Mist, kein Safety Car für mich. Da steht er ja. Okay, alles klar. Sind aber echt nicht nah rangekommen jetzt in der Runde. 29 Sekunden noch entfernt. Wie gesagt, mir werden die Runden ausgehen. Und als letzter, gut, als vorletzter jetzt, wollte ich nicht ausscheiden. Ich gebe mein Möglichstes, da echt wieder ranzukommen. Nur mein Möglichstes ist sehr limitiert. Vor allem, weil ich die Strecke echt nicht gut kann. Ein Glück habe ich hier diese Hilfslinien, sonst wäre ich schon längst irgendwo großartiger rausgerasselt. Und damit meine ich nicht Russell. Ja, die schlechten Witze hören nicht auf. Da bin ich ein Natural drin. Ein Naturtalent. Wenn man es denn überhaupt als Witz bezeichnen kann. Hier rum. 27,7 Sekunden. So langsam wird das auch nichts. Wie gesagt, eine Runde pro Sekunde. Nee, andersrum. Eine Sekunde pro Runde hilft uns überhaupt nichts. Vielleicht sind die ja alle auf dem Zweistopper. Dann hat sich's wieder ein bisschen geklärt. Und ich bin ja auf dem Einstopper. Ich spreche mein vollstes Vertrauen für meine Ferrari Pit Crew aus. Die wissen bestimmt, was sie tun. Zumindest im Spiel sollten sie ja mal eine Ahnung haben. Kann man ja mit Logik implementieren. In der richtigen Formel 1 sind die teilweise sehr stümperhaft, war das Wort. Zum Leidwesen aller Ferrari-Fans. Und zur Belustigung aller, die Sachen wie sowas lustig finden, auch wenn es Ferrari leider trifft. Ich mag die eigentlich ganz gern, ist nicht mein Lieblingsrennstall. Aber ich mag die beiden Fahrer sehr gerne. Die roten Autos sind schön rot. Was will man mehr? Höchstens, dass sie mal gewinnen.
Ich habe echt keinen Speed und die Reifen sind schon bei fast 25% Abnutzung. Die fahren sich auch schon echt abgeschrabbelt. Vielleicht habe ich das Setup vom Auto so dermaßen versaut. Hab nicht das Gefühl, dass ich hier arg Chancen habe, aber wir müssen das Rennen erst zu Ende fahren, um ganz sicher zu sein, dass da nicht noch was geht. Kann ja zum Glück bei der Formel 1 so ziemlich alles passieren. Überraschungsregen, Safety Car und schon sind wir wieder mit dabei. Ich glaube, ich hätte einfach ein Haas-Auto nehmen sollen. Dann wäre es gar nicht so unrealistisch, dass ich so weit hinten bin. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 26,2 Sekunden. Wir haben ja gestern irgendwie die News, dass Haas den Teamchef Günther Steiner, dass der gegangen ist oder gegangen wurde. Was davon weiß ich nicht. Schade eigentlich, ich mochte ihn. Aber vielleicht war man sich nicht einig. Das ist so die Breaking News, die ich mitbekommen habe. Und wenn ich gestern meine, dann meine ich Mittwoch. Ich nehme die Episode gerade am Donnerstag auf. Nur, dass es da nicht zu Verwechslung kommt. Kommt trotzdem erst am Sonntag um 14 Uhr raus, weil das ist Formel 1 Zeit. Das ist Tradition. Das muss sein. Und meine Reifen sind echt schon hinüber. Ich würde am liebsten nochmal stoppen. Aber das wird meiner Sache nicht helfen. Die Batterie lädt sich auch nicht gescheit auf. Ach, heute ist kein guter Renntag für mich. Die verfluchten Briten. Ich muss sagen, ist eigentlich echt keine schlechte Strecke. Weiß nicht, warum ich die immer so meide. Vielleicht einfach, weil ich Australien oder Frankreich deutlich mehr mag. Und Österreich und Belgien und Spanien, Imola und Monza, Portugal. Ja, vielleicht deswegen. Suzuka in Japan. Kanada mag ich auch sehr gern. China mag ich eigentlich ganz gern. Bahrain mag ich ganz gern. Okay. Obwohl mag ich Bahrain mehr als Silverstone. Ich glaube, die teilen sich einen Platz. Hab jetzt keine starke Zu- oder Abneigung gegenüber denen. Ich glaube, die Strecke in Austin, Texas mag ich auch mehr als Silverstone. Wäre dann die Frage, warum ich hier Silverstone reingepackt habe. Vielleicht damit ihr mich scheitern sehen könnt. Ich gehe schon mit der falschen Mentalität ran, das ist mir bewusst. So kann man kein Rennen gewinnen, wenn es kein Safety Car demnächst gibt. Aber nicht durch mich, weil ich irgendwas wieder falsch mache. Hoffe ich zumindest. Mensch, bin ich heute am Räuspern. Kann noch nicht schon wieder erkältet sein. Nächstes Jahr im Winter gehe ich einfach in die Tropen, nehme mein PC mit und mache die Let's Plays von da. Und so mein Homeoffice-Kram. Vor dir beträgt 22,8 Sekunden. Ja. Hab ich im Blick mit den 22 Sekunden. Hilft aber alles nichts. Schneller kann ich einfach nicht. Wird dann interessant, sobald die ihren ersten Boxenstopp machen, ob wir dann wieder annähernd konkurrenzfähig sind. Obwohl, so wie die Reifen aussehen, brauche ich demnächst auch einen Boxenstopp. Bis zu 50% Abnutzung kann ich noch einigermaßen damit umgehen. Danach nicht. Müssen wir sehen. Da habe ich übrigens die Strecke schön abgekürzt. Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich sowas mache, dann mache ich die Einstellung für strikte Streckenbegrenzung an. Ich will ja auch ein bisschen gefordert werden. Und knallhart betrügen kann man machen, muss man aber nicht. Wer ist denn? Ist das Sergeant, der so viel Abstand da auf der Minimap zum Rest hat? Ja, muss es sein. Deswegen nicht auf die Minimap in der Kurve gucken und versuchen ernsthaft zu rennen. Das geht meistens gar nicht so gut. Nur nach 20 Sekunden. Ich glaube, deren Reifen geben so langsam auch auf. Oder die waren in der Box. Nee, das nicht. Das wäre extrem schlecht für mich, wenn die jetzt
einen Boxenstopp drinnen hätten und immer noch 20 Sekunden weg. Konzentrier dich aufs Fahren. Ich habe Reifenprobleme. Schön, wenn du das anders siehst, aber du sitzt auch nicht im Auto. Und das steuerst hier mit meinem PS5-Controller, der kein wirklicher PS5-Controller ist, aber so ein bisschen. Rum. Bring mir doch mal jemand rum, das muss man sich schön saufen. Yay, so viele Italien-Fans hier. Die sind aber nicht für mich da. Seins ist doch... Seins ist... Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube aus Spanien? Spanische Nationalität? Ich würde sagen, da habe ich komplett recht, es sei denn jemand sagt mir, was es wirklich ist. 19 Sekunden. Die holen wir auch auf. Also Sergeant werden wir auf jeden Fall kriegen. Ob wir in die Punkte kommen, das bleibt spannend. Ob wir in die Punkte kommen können. Na komm. Oh, und die Reifen sind fast hinüber. Ich habe hier gesagt 50% und der eine, der vorne links ist schon bei 50% Abnutzung. Das gefällt mir gar nicht. Also 46, aber die paar Prozentpunkte machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Ich glaube, so langsam komme ich ein bisschen in die Strecke rein. Wäre ich mal am Anfang so gefahren. Nein, ich muss ja den Frontflügel abfahren. Einfach wieder zu gierig. Beim nächsten Start lasse ich alle vorbei und dann fahre ich ganz entspannt. Dann überholen wir einen nach dem anderen. Weiß gar nicht, was die nächste Strecke ist. Ist das schon Frankreich? Könnte Frankreich sein. Das wird spaßig. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Mit Mediums. Wollt ihr mich verarschen? Das ist mein letzter Stopp. Schaut mal, was ich mit den Mediums hier gemacht habe. Die halten nicht. Ich will harte Reifen. Kann ich hier umstellen. Harte Reifen aufziehen. Geht in Ordnung. Harte Reifen beim nächsten Boxenstopp. Dankeschön. Ah, das Sprachfeature ist schon was Tolles. 15 Sekunden noch. Aber mit Mediums wird das garantiert nicht nur noch ein Boxenstopp. Seht euch die Dinger an. Safety Car. Ich brauche ein Safety Car. Und jetzt mal ganz dringend. Schon 11 von 26 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 0,5 Sekunden. Was? 0,5 Sekunden zum Vordermann? Das kann nicht sein, da hast du dich verschaut. Die ersten gehen in die Box. Die ersten gehen in die Box, von dem, was ich mitbekomme. Sie nehmen nicht nur ab und zu auf die Minimap und hier das links, wenn es mir angezeigt wird. Das scheint nur Gasly zu sein. Das hilft mir jetzt noch nicht sonderlich. Vor allem, wir müssen jetzt ja auch rein. Also, noch nicht jetzt, aber demnächst jetzt. Aufgebrauchter Gummi. Und zwar alle vier. Aber der vorne links ist am schlimmsten. Na komm rum, du Tier. Pass auf, ja. Der hinter dir hat frischere Reifen. Frischere Reifen hinter dir. Ja, das wundert mich nicht. Der war ja auch gerade in der Box. 12 Sekunden noch hinter Sergeant. Oje, oje. Charles in der Boxengasse. Und wir sind am anderen Ende der Strecke. Na wunderbar. Wieso fahren die denn heute alle so schnell?
schnell wieder weg aus England. Und das könnte ich natürlich nachvollziehen. Das Essen da ist so eine Sache. Gut, das Breakfast ist eigentlich ganz nett. Der Rest, also schleimiger Aal, Plumpudding, was auch immer, nicht so meins. Und zu viel Essig für meinen Geschmack. Viel zu viel Essig. Boxenstopp diese Runde. Drück nochmal kräftig aufs Gas. Na gut. Hey. Wer ist denn das vor mir? Norris. Er hat aber krass einen Boxenstopp gemacht. Das finde ich nicht cool. Das heißt, wenn wir unseren Boxenstopp machen, werden wir wahrscheinlich wieder hinten rauskommen. Wir sollten zumindest zu Sargent jetzt ordentlich aufgeholt haben. Ich glaube, da sind wir nur noch 6 Sekunden entfernt. Müssen wir schauen. Ist gerade alles ein bisschen verwirrend. Komm schon, gib Gas. So, Batterie ist wieder aus. Ich spare mir das vielleicht für die frischeren Reifen. Das war dämlich. Ein Glück haben die hier so eine Asphaltpiste daneben gehabt. Hat nicht so viel Zeit gekostet. Hat aber auch nicht so viel Zeit gebracht. Ja, geh halt irgendwie rum da. Und schon ist er weiter weg, als dass wir DRS nutzen können. So was Blödes aber auch. So, ab in die Box mit uns. Wer ist denn vor uns da gerade in der Box? Irgendein blauer? Ist das Sargent? Na komm, ich brauch die soften Reifen. Die harten Reifen. Da stehen sie bereit. Komm, mach hin. Los. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Wunderbar. Und wir kleben direkt am Arsch von Sargent, so wie es aussieht. Der ist direkt vor uns hier in der Boxengasse. Da haben wir ordentlich Zeit gut gemacht. Und wir noch 12 Runden, um jetzt in die Punkte zu fahren. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja, das will ich hoffen. So. Hier schön rumgurken. Hä? Wieso ist Sargent immer noch 7 Sekunden weg? Hat es so viel gebracht, dass er da den Tick vor uns gefahren ist? Meine Herren, hat der ein Tempo drauf. Ich hätte nicht über ihn lästern sollen. Oder sagen, dass er eine schlechte Rookie-Saison hatte. Lästern würde ich über keinen der Fahrer. Vielleicht Mazepin, aber nicht über die anderen. Die haben sich schon größtenteils ihren Platz verdient. Wenn sie auch mit einem bisschen Geldeinsatz dahin kam. Da können alle mehr als ich. So viel steht fest. So. 6 Sekunden entfernt, das ist ungefähr das, was ich vermutet hatte. Und dann hatte ich Hoffnung geschöpft, als wir ihn in der Boxengasse gesehen haben. Aber das war wohl eine trügerische Hoffnung. Na, jetzt haben wir frische Reifen, jetzt wird das auch was. Ich sehe ihn zumindest schon wieder am Horizont. Und die können doch nicht uneinholbar sein, nur weil man sie mal einen Frontflügel abfährt. Kein Safety Car bis jetzt. Ich bin entrüstet. Ja, komm, ein bisschen Batterie für den extra Schub über die Start- und Zielgerade. Zu wenig gebremst. Das kostet immer Zeit, wenn man zu wenig bremst. Aber wir machen echt guten Fortschritt gerade. Die sind wieder in Schlagreichweite und in die Box müssen wir nicht mehr. Die harten Reifen sollten selbst mir reichen. Das ist das Gute an denen. Komm rum hier. Na, das sieht doch ganz okay aus. Wirklich mit Riesenschritten kommen wir gerade ran. Ich glaube 2 Sekunden pro Runde. Das ist deutlich besser als davor. Ich glaube davor hatten die halt gelbe Reifen und ich halt auch. Das hat nicht so viel gebracht und jetzt habe ich frische, harte
Die haben eigentlich auch frische Harte. Keine Ahnung, vielleicht fahren sie damit generell ein bisschen langsamer. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich arg langsamer bin. Ich verfolge oben aber auch meine Zeit nicht so. Das ist außerhalb meines Sichtfeldes, zumindest wenn ich auf den ganzen anderen Rest achten soll. Aber wir haben uns gleich wieder rangekämpft. Gleich sind wir da. Kann sich nur noch um ein, zwei Runden handeln. So, nur nichts versauen, nur nicht über die Würstchen-Curbs da fahren. Über die roten. Du bist bisher schnellste Runde des Rennens gefahren, bleib dran. Sag doch, ich habe nicht das Gefühl, dass ich arg langsamer fahre mit den Reifen. Natürlich wird das Auto jetzt auch leichter. Weil wir Sprit verbrauchen, wie blöd. So. Sergeant hatte Magnussen überholt. Und irgendwer hat sich da verbremst. Komm schon, leicht in die Wand und ein Safety Car, ihr zwei. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Schön für ihn. Kommt trotzdem dran vorbei. Vor allem sind wir jetzt im DRS-Fenster. Ich habe ein bisschen Batterie. Doch gleich kommt ein DRS-Ding. Naja, hier nach vielleicht. Na, ich spare mir die Batterie wirklich bis zum DRS-Fenster. Oh, hier. Nicht schon wieder einen Frontflügel abfahren. Einer ist in Ordnung pro Spiel, aber dann reicht's auch. So, DRS ist an. Batterie ist an. Nicht auf der Fahrbahn, wo ich sein wollte. Ich wollte eigentlich die Innenbahn. Nehmen wir die Außenbahn. Komm schon. Runde 16 und das erste Überholmanöver. Abgesehen vom Start. Nein! Oh! Drückt mir nicht auf die Pelle. So. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Dankeschön. Hat bisschen Anlauf gebraucht. Achtung, Achtung! Haben schon Safety Car? Ja! Kein Überholen und langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ja, Safety Car. Das heißt, das ganze Feld wird zusammengestaucht. Und dann haben wir wirklich noch die Option, die Möglichkeit, in die Punkte zu fahren. Erster wäre man wohl trotzdem nicht. Es sind nur noch 9 Runden, die verbleiben. Na komm. Delta darf nicht rot werden, sonst kriege ich Ärger. Wieder eine Zeitstrafe, das kann ich nicht leiden. Und uns hetzt ja im Moment keiner. Na komm. Schön aufholen, schön aufholen. Guckt euch das auf der Minimap an. Ist das nicht schön, wie alle wieder beisammen sind bald? Die Familie ist wieder vereinigt. Und dann sind wir auf Position 17. Das heißt noch 7 Autos, um einen mageren, mickrigen Punkt zu kriegen. Es sei denn, wir haben noch die schnellste Runde. Dann kriegen wir 2 magerige, mickrige Punkte insgesamt, wenn wir auf Platz 10 sind. Ein extra Punkt für die schnellste Runde. Aber nur, wenn wir innerhalb der Top 10 sind. Es ist wieder mit den Harten los. Bin ich gerade im Safety Car und die werden auch abgenutzt wie sonst was. Ferrari kann echt nicht gut ihre Reifen gerade nicht abnutzen. Das war das Hauptproblem in der Saison, dass die einfach deutlich weniger lang auf dem selben Set Reifen fahren konnten, zumindest gut fahren konnten. Nicht sehr schonend für die Reifen, sage ich mal. Echt gespannt, wie das jetzt ab März wird. Ich würde es ihm mal wieder gönnen, wird so langsam Zeit, dass sie was gewinnen. Na komm schon.
Gib Gas, Sergeant. Wir müssen aufschließen. Ah, am Ende der Runde. So wie es aussieht, haben wir das Feld wieder eingeholt. Und dann schätze ich mal, ist es noch eine oder zwei Runden Safety Car. Und dann müssen wir was tun für unsere Punkte. Obwohl ich gerade nicht wirklich doll fahre, nutzen die Reifen sich abnormal ab. Ich glaube 3% jetzt in der letzten Runde. Stand da gerade überhole Sergeant, jetzt steht bleib hinter Sergeant. Bleiben wir hinter Sergeant. Aber meine Batterie hat sich auch echt nicht aufgeladen. Keine Ahnung, was da los ist. Na, jetzt so langsam. Vielleicht bin ich einfach zu schnell gefahren. Wäre schon schön, wenn die mindestens doppelt so prall gefühlt wäre. Nur nicht drauf fahren. Noch einen Unfall brauche ich nicht. Und kommt das Safety Car die Runde rein? Aktuell steht noch nichts dran. Ich würde es mir wünschen, weil dann hätten wir, naja, fast 7 Runden, die man rennen könnte. Und die brauche ich auch. Beim Start war ich zu gierig, obwohl ich es nicht hätte sein müssen. Hier muss ich aber gierig sein. Mal schauen, ob sie es auszahlt. Weil als 17. will ich echt nicht ins Ziel kommen. Wer zwar verdient, aber... Ah, okay, Safety Car kommt rein in dieser Runde, das ist schön. Dann darf ich... Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denk dran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Yeah, Safety yeah. Car kommt in dieser Runde rein. So, den Restart darf man nicht vermasseln. Na komm schon. Oh, die Kurve ist natürlich mies. Danach kann man direkt Gas geben. Schlecht für die, die hinter ihm sind. So, jetzt wird wieder gerannt. Und grüne Flaggen sind da. Gib weiter Gas. Gib mein Bestes. So, Innenbahn, aggressiver Dive-Bomb da rein. Und Sergeant ist schon mal überholt. Ocon und Hülkenberg sind die nächsten, die ich gern kassieren würde. Komm schon, muss doch in die Punkte noch gehen. Oh, das war abgekürzt. Gab noch keine Verwarnung, also war es wohl nicht so schlimm. Zeit hat es auch nicht wirklich gebracht, gefühlt. So wie sich das Auto danach verhalten hat. Hat das keinen Spaß gemacht, darüber zu fahren. Fahr mal innen oder außen? Ich würde sagen außen. Hab mich ein bisschen nach innen gezwungen. Ah, DRS braucht jetzt wieder 2 Runden, bis es aktiviert wird. Tu doch sowas nicht, Ocon. Ja, wir kommen vorbei. Oh, da. Beinahe einen Schaden gebaut. So, Batterie ist an, Innenbahn. Innenbahn. Der hat mich berührt, der lässt mir keinen Platz. Los, Abstand zum Auto hinter uns, 1,5 Sekunden. Fuck. Zu gierig. Flügel leicht kaputt gefahren. Dafür gehen wir aber nicht in die Box. Das muss jetzt passen bis zum Ende. Deswegen nicht über diese Würstchen-Curbs fahren. Machen den Unterboden ganz schnell kaputt. Der Unterboden wurde ein bisschen beschädigt. Ja, hab's mitbekommen. Ja, bin ich. So, jetzt aber. So. Einmal überholt. Aber Hülkenberg 2 Sekunden weg. Das habe ich ja mal wieder komplett vermasselt. Ja, noch gebe ich mich auf. Noch gebe ich mich nicht geschlagen.
glaube, wir kommen sogar wieder ran. Und das relativ gut. Trotz des Zustands des Autos. Ja, wird trotzdem sagen, nicht mein Racing Day, nicht mein Renntag. Naja. Das sieht unsauber aus. So fühlt sich's auch an. Solche Rennen muss es halt auch geben. Das ist das Problem, wenn man keine Rückblenden hat und Simulationsschaden anhat. Ah, zumindest ist das Feld echt nah beisammen. Hätte ich das nicht dermaßen verhauen, dass mein Auto jetzt so beschädigt ist, wäre man noch in die Punkte gekommen. Zumindest die 5 vor uns hätte man locker bekommen. Jetzt ist es allerdings die Frage. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Das Auto, das fühlt sich halt echt nicht mehr so gut. Oh. Aber ich reite auch auf den Würstchen-Curbs herum. Meine Fresse. Das ist ja wie beim Hotdog-Wettbewerb. Haben schon 1,2 Sekunden. Dann sind wir zumindest im DRS-Fenster. Schön. Schön, dass das Benzin reicht. Habt ihr keinen Mist gebaut beim Betanken. 0,9 Sekunden. DRS. DRS. Komm zu Papa. Bei der DRS-Zone dann halt. Sei vorsichtig. Der Unterboden wurde sehr stark beschädigt. Ja. Hab's mitbekommen. RS. Ja. Und 2% Batterie dazu. Das bringt so gut wie nichts. Komm, die streiken sich. Das heißt, ich profitiere wahrscheinlich davon. Bin auf der falschen Seite. Ich wollte doch die Innenbahn. Fuck. Okay, keine Sorge. Das passiert auch den Besten. Auf deiner MFA findest du eine neue Strategie. Nein. Käse. Das Auto fährt sich jetzt wie ein Käse. Ja. Schön abdrängen. Na, wir sind eh nicht in den Punkten. Hey, wir haben DRS. Ist das nicht schön? Oh. Komm schon, sind nur noch 2,5 Runden. Obwohl, 24, 25, 26, sind noch 3,5 Runden. Oh je, oh je. Dass das so chaotisch wird, hatte ich jetzt nicht vor. Aber mal schauen, ob wir irgendwie mit Brechen und Biegen 14er bleiben können. Ich wüsste zwar nicht, wie das gehen soll. Aber ich habe einen sehr breiten Arsch, wenn ich will. Na toll, jetzt haben die auch noch DRS. Innenbahn. Innenbahn ist Pflicht. Nicht hinten drauf fahren, das ist unfair. Ja, hab's mitbekommen. Ich kann Kurven halt nicht mehr so schnell nehmen, deswegen muss ich deutlich früher bremsen. Das staut die hinter mir schön auf, aber dann könnten die hier untereinander kämpfen. Müssen ja nicht am armen Sainz hier vorbei. Ja. Oh, 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 oh. Das ist das Problem. Okay. Ich wurde gerammt, weil ich unsicher rejoined bin. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja gut, ich weiß nicht, ob mein Auto noch so lange fährt. So, Sargent kommt vorbei. Hab mein DRS gar nicht angemacht. Wozu auch? Oh. Zum Glück habe ich keinen Frontflügel mehr. Na komm. Den einen Platz will ich aber gut gemacht haben.
Oh je. Kann nicht noch irgendwie 8 Leute vorne ausscheiden? Dann komme ich zumindest so in die Punkte. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Tut mir leid, Sergeant. Ich halte dich auf, ich weiß, aber ich kann nicht schneller. Und du anscheinend auch nicht? Hast du dir einen Flügel abgefahren? Ah, das ist bitter, damit kann man nicht gescheit fahren. Nein! Was machst du denn, eine Divebomb da nach innen? Das ist doch meine Strategie. Guck. Hui. Das war höchst illegal, was ich da gemacht habe. Das Auto ist eh schon beschädigt. Wir gewinnen dadurch keinen dramatischen Platz. Echt, mit dem Autoschaden sind wir so 12 Sekunden langsamer als unsere beste Rundenzeit. Das ist dramatisch langsam. Hey, ich hab die RS. Und ich habe eine Batterie. Noch hat Sergeant den Kampf um die Position nicht gewonnen. Oh. Unfall. Das passiert, weil ich nicht bremsen kann. Weil der meint, er müsste mich überholen. Oder vor mir sein. Typisch Rookie. Komm schon, mindestens 18. will ich werden. Arg viel mehr wird auch nicht drin sein. Ich dachte, Gasly wäre auch ausgeschieden. Wieso ist nur Stroll da? Gasly hat doch hier das Safety Car verursacht. Dem geht's aber anscheinend ganz gut. Ach, der ist direkt vor mir. Nur 10 Sekunden weg. Ach, wenn es weiter nichts ist. So, Innenbahn, Innenbahn, Innenbahn. Schön. Oh, wieso kann der die so schnell nehmen? Wir haben ja noch eine Runde. Okay, konzentrier dich, wir müssen dranbleiben. Ja, chill. Halt die Klappe, Jeff. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Man kann ihm wirklich sagen, dass er das Maul halten soll. Sollte man allerdings nicht so ins Mikro nuscheln, wie ich das hier tue. Ach, das ist doch furchtbar. Er ist wunderbar. Überholen wir ihn halt außen. Hey, der Kontakt, da war ich jetzt nicht schuld. An den folgenden wahrscheinlich dann schon. So. Batterie bleibt zugeschaltet. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ein Glück, das ist ja auch die letzte. Max Verstappen ist im Ziel angekommen. So ein Mist. Alter, was machst du denn da? So, kein DRS-Schild mehr. Schon. Gibt es ein bisschen Rangelei hier, aber ich will echt vorne bleiben. Für mich gibt es gerade zumindest keine Strafe. Ich habe meine Strafe abgesessen. Yay, die karierte Flagge kommt und wir sind vorne. Ach, war das eine Scheiße. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Warum? Was kann da denn noch passieren? Ich bin Fahrer des Tages. Warum auch immer. Bei einem fantastischen großen Preis von Großbritannien. Was für eine Leistung von den heutigen Siegern. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden.
Jo, daran hat's bei mir gescheitert. Eindeutig. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich werde mir gleich erstmal einen Red Bull holen und ihn trinken. Ja, genießt euren Sekt, ihr Arschgeigen. Ich habe hier wirklich mich bemüht. Und was hat's gebracht? Wie im echten Leben nix. Na ja, gut, man muss auch mal verlieren. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und da schließe ich mich wieder an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächsten Sonntag.